da lang. Entfalte ein Blatt zu früh und es trocknet aus. Stimmt. Gibt's noch irgendwas zu quatschen hier? Oh, die albernen Himmelsmenschen und ihre Sorgen. Nochmal? Der liebe Sarentu, möchtest Hallo. Du mir Gesellschaft leisten? Ich beobachte die Himmelsmenschen aus den Schatten und amüsiere mich köstlich. Bei der Höhle am Sockel der Waldgeistbögen herrscht reges Treiben. Ich werde mir mal ansehen, was sie dort unten tun. Kommst du mit? Gut. Ich kenne mich mit Himmelsmenschen aus. Das höre ich gern. Man sieht sich dort. Nein. Ah, okay. Dann können wir erstmal die Mission machen, für die wir eigentlich hier sind. So, Fury. Ich komm zu dir, Fury. Mach dir keine Sorgen. Oh, okay. Wieder Detektiv spielen. Mal gucken, was haben wir denn alles? Okay. So. Aber was noch? Aber was noch? Was ist es denn? Aufgeschlitzte Kräutertasche. Da liegen ja schon doch Kräuter rum irgendwo. Man verpasst so dann vor allem kleine Lootstellen. Ja, ja, ja. Das mit Sicherheit. Das mit Sicherheit. So, das war alles geklaut. Ich denke nicht. Nee, das dachte ich auch nicht. Aber das hat mit den Pfeilen zu tun. Okay, merken wir uns. Kräuter. Was ist mit den Kräuters? War doch schön geparkt da oben, ne? Aber halt. Wassermondlilie. Was haben wir denn noch für Hinweise? Hier oben noch was versteckt? Nee. Oh, da sehe ich was. Oder? Nee. Seegras. Ich habe gedacht, dass jetzt vielleicht hier oben was war, dass sie sich versteckt hat. Und dann sind die der Korb ist runtergefallen und die Kräuter sind oben geblieben. Aber hier ist nichts zu sehen. Okay. Ja, pass auf. Komm, dann machen wir erstmal eine Pfeile. Nein, nicht jetzt. Das ist ja offensichtlich. Das hat vielleicht zu tun mit... mit dem Wolf. Nein. Nein? Die Pfeile haben nichts mit dem Wolf zu tun? Ich bin schockiert. Hä? Sonst ist doch da nichts. Gleich laufe ich wieder aus dem Gebiet raus, wie am Anfang, wo ich da nichts gerafft habe, wie ich da wieder zurückkomme. Oh, was haben wir denn hier? Ein Bogen. Ein Zweigebissen. Zahnspuren. Ein Kampf. Wu-Ans Bogen. Zerstört. Vielleicht ist sie geflüchtet. Vielleicht. Das
So. Es hat vielleicht zu tun mit... Die Kräutern? Das kann ich mir aber nicht vorstellen irgendwie. Weil mit dem Kräuterkorb. Wu-An muss hier überrascht worden sein. Natterwölfe zerstörten Wu-Ans Bogen. Sie floh. Vielleicht dem Kräuterduft folgen? Jo. Das ist eine gute Idee. Ja. Folgen wir mal dem Kräuterduft. Die Optik ist ja schon geil, ne? Muss ich mal so zugeben. Die ganze Zeit waren wir so von Batman gewohnt, dass dann alles blau wird, nur die Gegner dann rot und Helferlein gelb. Aber das ist ja auch cool gemacht. Hüpf. Oh, ich dachte eben, da wäre was. Ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, was sollte ich da so rumschleichen? Was ist denn das? Das sieht ja irgendwie merkwürdig aus. Moin. Was hast du entdeckt, Digga? Na komm. Hinterherfliegen geht auch. Oh, das ist ja cool. Die brauchen wir immer. Da. Warte. Mitnehmen. Ah, 12 Stück. Das reicht. Ich bin O. Hallo O. Du musst Wu-An sein. Neitu schickt mich. Sie macht sich Sorgen um dich. Ah, typisch Neitu. Aber diesmal hat sie auch Grund dazu. Ich bin hier gefangen. Gefangen? Natterwölfe mit seltsamen Symbolen und ohne Kuru. Unnatürlich. Unnatürlich? Nicht von Ewa. Schneller als andere Natterwölfe. Fieser. Sie werden nicht von Hunger oder Furcht getrieben, sondern von Kummer. Sie haben mich überrascht. Okay. Und meinen Bogen zerbissen. Sie suchen mich. Ich höre sie. Das Grauen, das sie erlebt haben müssen, um so zu werden, sind die Himmelsmenschen schuld? Sie haben keinen Frieden, keine Ruhe, nur die Jagd. Alter, hier ist so warm. Da sie dich verfolgen, kann ich sie vielleicht überraschen. Was macht denn die Außentemperatur? Vielleicht, aber... Alter, draußen ist 5 Grad kühler wie hier drin. Erst dann können sie endlich wieder mit Ewa vereint werden. Das haben die armen Tiere verdient. Ich möchte das Fenster öffnen. So, Moment. Jetzt habe ich die Füße verbrannt. Oh, oh, oh. 3 Stück. Ah ja, das sollte ja wohl machbar sein. Nummer 1. Nummer 2. Ist meiner hier? Nee. Und Nummer 3. So, kommt her, ihr Banausen. Da. Nächste Hürde. Boom.
in your head. Oh. Geile Szene. So. Kein Kuro. Wie? Muss mir das näher ansehen. Fokussieren. Ist das nicht? Hm. Hajir, ich habe etwas Seltsames entdeckt. Ein Tier. Doch es wirkte gequält. Es hatte kein Kuru. Hm. Hajir? Hallo? Meiner mag Früchte und Samen. Achso, ist bei jedem anders, ja? Weißt du was darüber? Cool. Komm zu mir ins Hauptquartier. Schnell. Nee, ich kann doch nicht. Ich muss noch Tiere töten. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe doch jetzt so viele getötet. Aber es war nur ein Anführer. Anscheinend. Könnte sein, dass da ein Bug ist. Oh nein. Mach dir keine Sorgen. Das Spiel ist ein Jahr alt. Wieso patcht man sowas nicht? Die Natterwölfe. Hab ich doch. Komm. Zurück, ihr unnatürlichen Biester! Stimmt, ich könnte auch mal wieder ein paar Pfeile basteln. Für welche? Da. Ja, jetzt habe ich alle. Ja, Glück gehabt. Kein Bug. Ich muss ich ja jetzt nicht nochmal, ne. Sind alle gleich. Okay. Da bist du. Da bin ich. Du bist wieder sicher. Die Gefahr ist vorüber. Oh, ich dachte schon, ich müsste allein hier sterben. Ich kann zwar kämpfen, nee, aber ich sammle aus gutem Grund lieber Bären als zu jagen. Hättest du deinen Bogen gehabt, hättest du sie besiegt. Das Bären. Ist lieb von dir. Oder ich Bären. Werde Netu um etwas Besonderes für dich bitten. Als Zeichen meines Dankes. Da, weg ist sie. Also es wollt ihr sterben. Ja, ja! Ja, die wollen sterben. Na?
Oh, schade. Das wäre jetzt schön gewesen. Guck mal, hier geht's aber auch rein. Wow. Was denn jetzt? Hat Fury mich da runtergeschmissen? Auf dem Avatar-Discord-Server hat jemand schon 1000 Stunden. Alter. Das ist übel. Wo muss ich hin? Beim Heimatbaum. Sie wartet mit Neto in der Webstube. Die ist unten, ne? Ich muss meinen Ikran-Harnisch ausbessern. Dann mach doch. War das nicht hier die Webstube? Ja, aber nicht gerade der Hellste. Ah, nee, noch eins tiefer. Ich wusste es direkt, als ich ihn sah. Kein Respekt. Nee. Es überrascht mich. KI? Ja, warte, mit wem soll ich sprechen? Wuan beim Heimatbaum. Sie wartet mit Neitu. Da. Können diese mickrigen nee. Himmelsmenschen so viel Chaos anrichten? Kaum zu glauben. Da vorne war das, ja, ja, hier ist noch die Webstube. Du bist nutzlos, Neitu. Wegen dir lebe ich noch. Ah. Der Sarentu hat dich gerettet. Ich war nur im Heimatbaum. Aber du hast... Du bist es. Ich habe Neitu von ich deinen bin's. Heldentaten erzählt. Ja, klingt, als hatten die Natterwölfe einen fairen Kampf. Ich habe Neitu um etwas für dich gebeten. Die feinste Arana-Hellkleidung. Wu'an übertreibt. Meine Webkunst lässt einiges zu wünschen übrig. Danke, ich weiß es zu schätzen. Super, und jetzt übertreibt ihr beide. Ah, eine komische Waffe hast du da. Okay, was haben wir jetzt alles gekriegt? Das ist doch perfekt. Ich muss erst gut wo war denn der Korb? Da hinten, oder? Ja. Wir fahren. So, Schutzfrucht. Oh, wir haben aber schon sehr viel. Clan-Gunst. Haha. Ich könnte mittlerweile schon auswendig. So ging es dann bei Assassin's Creed Odyssey. Yalla, yalla. Ganz schlimm. Ganz schlimm. So, cool. Oh, ich habe eine Frisur freigeschaltet. Okay. Nichts wie hin. Es muss doch was Besseres zu tun geben. Gut, wir können die mal kurz anquatschen hier. Kriegen wir noch mehr Sidequests, die wir vielleicht unterwegs machen können. Ich werde im Heilkreis benötigt. Kannst du mich dort treffen? Mein Freund wird bald eins mit Ewa. Und es würde ihm viel bedeuten, Zeuge der Rückkehr der Sarentu zu werden. Alle sagen, sie können kochen. Aber niemand macht es so wie ich. So, irgendwann werde ich mich also nochmal trauen, die Kolonie zu erklimmen. Gibt es das echt? Was mit dir? Viele Äste, viele Wurzeln. Doch ein Baum, der Umhang. Ein altes Arana-Hes-Sprichwort, das noch immer gilt. Du hältst Gatnat sicher für altbacken, aber manches sollte nicht vergessen werden. Anderen zu helfen bedeutet, sich selbst zu helfen. Dieses Leben hat dir gefehlt, ich weiß. Aber Ewa verbindet uns. Die große Mutter ist in allem. Diese Verbindung muss genährt werden. Teile mit dem Clan. Nehme ihre Wünsche wahr, ihre Bedürfnisse. Sie werden es merken und dann im Gegenzug mit dir teilen. Du wirst sehen.
keine Einsamkeit mehr, Kind. Das ist es, was Heimat bedeutet. Danke. So. Du wolltest auch noch was? Oder willst du nur was verhökern? Ja, willst du nur was verhökern? Okay. Dann gehen wir mal. Fliegen wir mal darüber. Schöne hat mir erzählt, dass Katnack ein schelmisches Kind war. Was? So. Fury. Was? Ich kann ihn hier nicht rufen? Kommt nicht. Was mit dir? Sarentu. Perfekt. Komm her. Ich bin da. Wie viele wollte zu diesem Ort auf dem Steinklingengrat gehen? Dort, wo der Todesschleier der Himmelsmenschen hängt. Natürlich ist sie geschickt, aber hoffentlich will sie den Schmutz nicht allein beseitigen. Jupp, danke. Ja, ich meine optisch, ne, weil ich jetzt, man sieht ja jetzt so ein bisschen trüb hier und so, ne? Bleibst mal hier. Ach, da ist es. Da ist die Base. Ehrlicher? Aber oh, das ist geil. Geiler Nebeneffekt. So. Gucken wir mal. Hallo, hallo. So, nehmen wir wieder die Maus, damit es auch funktioniert. So. Und dann das hier. Haha. Hey, beschäftigt? Dumme Frage, ich weiß, aber naja, immer. Ich brauche Hilfe. Ich bin in Kontakt mit einem Piloten, Louis De Luca. Er hatte endlich genug von der RDA und hat ein Skorpion mit Medizin geklaut. Ist ihm was passiert? Genau das weiß ich eben nicht. Ich habe geschätzt alle 14 Sekunden versucht, ihn zu erreichen. Was, wenn er erwischt wurde? Kein Problem, Priya. Ich werde nach ihm suchen. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Auf dich ist Verlass. Ich schicke dir die Koordinaten. Noch ein Call. Nee. So. Kurz mal gucken. Entschuldigung. Wollt euch nicht erschrecken. Oder aufwecken. Da haben wir eine Kiste. Ja, ich habe hier noch gar nicht so wirklich was hergestellt, ne? Ach was. Tatsächlich. Da sind sie. Oh, hier. Geil. Wie war das so? Ja, sau gut. Da ist dann immer einer dazwischen, den kann man abbrechen. Ah ja. Weil auch diese habe ich vorhin schon gesehen gehabt. In der Nähe vom Baum, ne, vom Heimatbaum. Aber keiner zum Abbrechen. Geil. Ja, eigentlich müsste ich mal wieder einen Mech kaputt machen, um Munition zu kriegen, ne? Das höre ich so oft von NPCs aus dem Wald. Boah, gut gezielt, Digga. Nein.
Boom. Who's next? Du nicht. Hey, 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 hey. Hat sich selbst geheilt. Brauchst dich da oben gar nicht verstecken, Digga. Easy. Easy. So. Spawnen wieder und wieder die Plattform. Ach so. Ich dachte, da gibt es eine bestimmte Anzahl und die muss man dann wegmachen. Ach so, brauche ich ja wieder. Ach du heilige Scheiße. Wo muss ich hin? Darunter. Boah, Alter, habt ihr einen Schuss? Okay, Schlüssel aufmachen. Dann hier rüber. Strom. Ah. Dann hier. Dann. Boah, den Schlüssel. Hey. Dann den Schlüssel. Und so. Junge. Da kann man quasi Clan-Gunst bekommen. Ja, genau. Das Ding habe ich gemeint. So, der hat doch ein Landeplatz auf dem Dach, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ja. Wow. Wow. Aha. Moin. Gott noch weiß, dass Krieg Wahnsinn ist. Wer, wo, was, wie wollte das? Hä? Ach so. Ich liefere es einfach ab. Hahaha.